Good morning in the morning. Guten Morgen, Cape Town. Wie ihr vielleicht sehen könnt, ich bin in Sportklamotten. Ich habe heute Morgen erstmal einen Morning Run gemacht und bin eigentlich auf Line Set gelaufen, aber kurz davor. Ich wollte unbedingt zu einem Punkt hinlaufen, wo man die Stadt von oben sehen kann. Und ich drehe die Kamera jetzt mal um, dann könnt ihr ungefähr sehen, wo ich hingelaufen bin. War echt anstrengend, ich habe noch einiges vor mir, ich muss echt Kondition aufholen. Krass, wie im Arsch ich bin. Aber es war echt super, super anstrengend. Ich muss echt hier richtig Power nochmal geben, damit ich gewappnet bin, wenn meine Jungs kommen und mit denen laufen gehe. Weil sonst lose ich hart ab. Naja, aber schaut jetzt mal, wo ich ungefähr hingelaufen bin. Da oben. Da oben bin ich hingelaufen. Jetzt werde ich mich erstmal kurz duschen und nachdem ich mich geduscht habe, kommt wahrscheinlich die Haushälterin. Wollt ein paar Sachen in der Wohnung checken. Ich hoffe, dass ich heute oder morgen oder allerspätestens nach dem Wochenende eine Rückmeldung bekomme bezüglich meiner neuen Wohnung. Wir werden es sehen. So, for all the German people, this is a super cute and the best woman here in South Africa, Salome. Hi, hello to you all. And I hope I'll see you. 100%, 100%. Salome ist wirklich die allerbeste Housekeeperin ever. Und wenn ich irgendwann mal ein Apartment hier in Südafrika habe, dann ist Salome meine Frau. Oh, thank you. Ich habe den ganzen Morgen mit ihr gesprochen und sie ist einfach so unfassbar lieb. Unglaublich. Also echt so ein lieber Mensch. Und ich habe zu ihr gesagt, Salome, hör zu, wenn ich irgendwann mal eine Wohnung hier kaufe oder ein Haus, dann bist du meine Haushälterin und du organisierst alles. Und dann war sie so glücklich, hat gesagt, oh Daniel, ich habe mich so gefreut, dich kennenzulernen, bla bla bla. Und dann haben wir weitergeredet. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat sie gefragt, was ich so mache und haben einfach ein bisschen gequatscht. Und dann hat sie auch darüber gesprochen, dass sie halt auch mal wohltätige Arbeit in Townships leistet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, hey, Salome, ich kann ganz gut Fußball spielen und ich hätte richtig Bock, ein paar Kids im Township zu helfen und denen vielleicht mal ein Fußballtraining zu geben und denen ein paar Tricks zu zeigen. Und sie meinte so, oh Daniel, das wäre so geil, wenn du das machen könntest. Ich würde das machen, ich würde aber meinen Mann anrufen und vielleicht noch jemanden, weil das ist halt in den Townships manchmal besser, wenn man halt mit mehreren Leuten dort ist. Und dann haben wir über Kalicha gesprochen. Das ist, glaube ich, das gefährlichste Township hier in Südafrika. Und sie hat gesagt, wir können da hinfahren, aber sie muss es auf jeden Fall mit ihrem Mann abklären und mit dem Mann sprechen. Und ich bin gespannt, ob ich irgendwann in Kalicha, wie auch immer, ob ich dort wirklich ins Township gehen werde, weil es ist die höchste Mordrate hier in der Gegend anscheinend, in diesem Township. Aber ich würde es machen, wenn die Salome, die Haushälterin und der Mann das organisiert, dann wäre ich am Start. Und dann würde ich auch in dieses Township gehen, um mit den Kids versuchen zu spielen. Aber man bräuchte definitiv zwei, drei Personen mehr. Allein wegen der Kamera, weil sie hat gesagt, da muss man echt aufpassen. So, ich war jetzt hier kurz im Regus Business Center, um ein Video hochzuladen. Und wie so oft in Kapstadt hat das Internet gecrashed. Also ich konnte nichts mehr machen. Da oben Telefonleitung tot, alles dead. Jetzt setze ich mich in die Lobby und nehme mal meinen Hotspot, den ich jetzt mittlerweile ja habe. Werde ich noch ein bisschen arbeiten und dann lasse ich es heute echt sehr, sehr entspannt angehen. Muss auch mal sein. Ja, Internet ist im Regus Business Center kaputt, aber macht nichts, denn ich habe eine ganz schicke Bar um die Ecke gefunden und dann habe ich mir gedacht, so, egal, fange ich jetzt mal an, ein Bier zu trinken, beziehungsweise Radler und arbeite nebenbei ein bisschen. Auch eine gute Alternative, als im Büro zu arbeiten. Ja,
get shit done. Und nachher kommt Ulrich, der sich gerade angekündigt hat, sich gerade gemeldet bei mir. Und er wird nachher vorbeikommen und vermutlich übers Wochenende bei mir bleiben. Ulrich ist übrigens ein Sportjournalist. Sehr, sehr gutes Netzwerk hat er hier vor Ort. Ist eigentlich ein Südafrika-Experte, kann man sagen. Er hat hier ein Haus und eine Wohnung und ist schon Ewigkeiten in Südafrika unterwegs und 2010 natürlich aufgrund des aufgrund der Weltmeisterschaft hier vor Ort gewesen, hat sehr, sehr viel hier mitgemacht und kennt das Land in- und auswendig und eigentlich ein super Ansprechpartner für mich, der mich hier supportet und mir Hilfestellung gibt, egal wo. Und super geil, dass man so jemanden Deutschen hier hat, der einem wirklich so krass helfen kann. Einer der besten Sportjournalisten Deutschlands ist wieder hier angekommen und wir besprechen jetzt gerade ein paar Dinge. Er ist nämlich unter anderem auch für den Hamburger Hafengeburtstag zuständig. Er wird nämlich Südafrika da begleiten und ganz, ganz viele Leute aus Südafrika dorthin bringen. Und jetzt werden wir noch ein paar Sachen diskutieren, bevor es dann losgeht, zum Abendessen und zum Chili's. Ja, wir sind gerade dabei, die Zelte in Hamburg zu füllen. Und ich habe gerade einen der bekanntesten DJs hier in Kapstadt kennengelernt. Und wenn der am Start ist von 10. bis zum 13. Mai, dann geht die Post so richtig ab. Hamburger Hafengeburtstag, 10. bis 13. Mai. Wir sehen uns. Also, kommt vorbei, wenn ihr Bock habt. Ihr wisst Bescheid. So, jetzt geht's noch rüber zu Chimis mit Sportjournalist und Südafrika-Experte Ulrich. Auch wenn ich eigentlich heute nicht so viel machen wollte, scheint sich das auch ein bisschen zu ändern. Jetzt geht's auf nach Chimis. Das ist ein Beachclub, kann man eigentlich schon fast sagen. Und anschließend treffe ich mich noch mit meinem Kollegen, von dem ich erzählt hatte in einem Video, dem ich beim Check-in mit seiner Frau getroffen habe, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe. Mit dem werde ich vermutlicherweise in einen Schwulenclub gehen, weil die Frau von ihm kennt wiederum eine andere Frau, die diesen Club betreibt und dort wollen die unbedingt hingehen und was trinken. Und ich bin gespannt, was passieren wird. Ulrich bereitet sich da hinten im Hintergrund schon ein bisschen vor und jetzt geht's gleich los. Let's go! Nachdem wir jetzt ganz, ganz gut gespeist haben, Ulrich und ich, im Chimis Beach Club, werde ich meine Kamera jetzt abgeben und Ulrich mitgeben. Denn heute Abend wollte ich meine Kamera nicht mit dabei haben. Wer weiß, wo es uns noch hin verschlägt. Aber ich sage mir, Ulrich ist schon in Mut, macht jetzt schon die geile Mucke wieder an. Ja? Und wir jetzt, glaube ich, gleich nochmal ganz gepflegt zu Hause ein. Ja, und wir stellen natürlich nur Bilder ins Netz von nicht ramponierten Menschen. Deshalb schalten wir jetzt die Kamera aus. Okay, adios.